Immer wieder gibt es Menschen mit besonderer Macht. Bei allem Respekt, wie kann man sich nur so gehen lassen? Ist nicht so, als wenn wir viel tun könnten. Kommandant Carlos hat nach dir geschickt. Er erwartet dich auf dem Turm. Sofort. Ja, ja. Hier geht's lang. Ein Schiff kommt auf die Festung zu. Bei Unwetter? Das Unwetter mache ich mir keine Sorgen, sondern um das, was es mit sich bringt. So nah vor der Küste. Es geht los. Raus und die Überlebenden retten. Nein. Ich werde heute nicht noch ein Schiff verlieren. Die Überlebenden müssen sich aus eigener Kraft ans Ufer retten. Am besten du gehst runter zum Strand und hilfst denen, die es schaffen. Was wollte der Kommandant? Ich muss zum Strand. Mach das Tor auf. Du willst doch nicht ohne Waffe zum Strand gehen? Bei allem, was da in letzter Zeit so aus dem Meer gekrochen kommt.
Nein, ich bin noch kein Pirat. Nein, ich bin noch kein Pirat. Ich hab ne Waffe. Gut, ich öffne das Tor. Passt bloß auf da unten. Ein Mistwetter ist das. Gut, dass wir schon gestern angekommen sind. Hast du den Kraken gesehen? Meine ich ja. Das hätten auch wir sein können. Oh, die armen Schweine. Wo willst du hin? Ich will die Überlebenden retten. Aber nicht mit diesem Schiff. Geh mal schön an den Strand, die Reste einsammeln. So wie sonst auch, hä? Jetzt glaub ja nicht, du hättest mich gerettet. Patty, warum bei allen Göttern bist du zurückgekommen? Weil ich etwas herausgefunden habe, das die Inquisition unbedingt erfahren muss. Und weil ich deine Hilfe brauche. Wobei? Das ist eine lange Geschichte. Wir müssen mit Carlos reden. Wir brauchen ein Schiff. Auf keinen Fall. Aber es gibt eine Waffe gegen den Kraken. Warum bist du dir so sicher? Mein Vater ist auf der Suche nach ihr. Stahlbart? Du hast ihn gefunden? Noch nicht. Aber ich weiß, wo er ist. Nicht so schnell. Warum sollten die Piraten sich gegen Mara stellen? Von allen Titanlords stellt Mara ohne Zweifel die größte Bedrohung für die Inquisition dar. Ihr Kraken vernichtet unsere Schiffe. Ihre Kreaturen greifen unsere Siedlungen an. Das sollte die Piraten doch freuen. Sie hat noch nie viel für die Inquisition übrig. Das stimmt. Aber mittlerweile gibt es Krieg unter den Piraten. Die Hälfte von ihnen hat sich mit Mara verbündet. Mein Vater ist einer der Kapitäne, die Widerstand leisten wollen. Ich habe erfahren, dass er losgesegelt ist, um den Kraken zur Strecke zu bringen.
Zurzeit ist er auf Takarigua. Hm. Die Black Betty liegt bei uns im Hafen. Sobald wir klares Wetter haben, bringt sie Arbeiter und Soldaten nach Takarigua. Ihr beide könntet mit an Bord gehen. Aber das können wir morgen besprechen. Jetzt ruht euch erstmal aus. Ich muss nachdenken. Da bist du ja wieder. Wo ist der Kapitän? Er ist in der Festung, bei Kommandant Carlos. Wird Zeit, dass wir wegkommen. Die Lage ist unverändert. Solange die Armeen von Ursegur und Ismael sich im Norden noch bekriegen, sind wir hier sicher. Aber sobald einer von ihnen den Sieg erringt, wird er nach Caldera marschieren. Davon müssen wir ausgehen. Und bis dahin müssen wir hier alle verschwunden sein. Also hat der Hohe Rat endlich die Evakuierung von Der Hohe Rat ist Und was? Das gilt insbesondere... Wenn es diese Waffe wirklich... Ich versuche hier den Männern des... Siehst du das? Nichts für ungut. Was gibt's Neues? Das Schiff legt heute ab. Ich habe Befehl. Wer ist der Gefangene? Ich denke, jetzt geht. Du fährst. Ich. Hat. Dir. Aber. Jedenfalls.